Hallo, ich möchte gerne ein Video machen zum Thema Corona und was man machen kann zu Corona-Zeiten. Ich habe vor Corona selber sehr viel gearbeitet und habe dann irgendwann angefangen, weil es mir ein Freund gesagt hat oder vorgeschlagen hat, mit diesen Videos. Und ich habe vielleicht irgendwann aus Langeweile, kann man sagen, angefangen, so eine Liste zu machen. Und ich möchte die gerne kurz ein bisschen hier zeigen. Das hier, ein Frühjahrsputz machen oder putzen. Frühjahrsputz, das jetzt ist schon Sommer. Ein Frühjahrsputz, das bedeutet Dinge im Haus sauber machen, die man normalerweise nicht oft sauber macht. Zum Beispiel hinter Schränken sauber machen. Unterschränken sauber machen, also die Möbel verschieben und sauber machen. Manche sagen, sie machen das jede Woche. Das weiß ich nicht. Also ja, ist gut. Ja. Oft machen das die Menschen zum Frühjahrsputz. Ja. Also so sauber machen, wie man normalerweise nicht sauber macht. Weiter geht's. Brot backen, Marmelade backen, kochen. Brot backen, zum Beispiel Bananenbrot, das machen viele Leute jetzt. Sauerteigbrot, ich habe das selber noch nie gemacht. Marmelade habe ich selber gemacht, aber ich habe die einfache Version gemacht. Und ich muss sagen, wenn das nicht gut wird, ist es auch nicht schlimm. Man muss davon kein YouTube-Video machen. Ja. Das nächste. Keller aufräumen. Keller aufräumen. Wenn jemand einen Keller hat. Ich hatte im Keller sehr viele Dinge, die einfach nur weg mussten, eigentlich. Die einfach nur da lagen, weil ich es nicht vorher weggemacht habe. Das muss ich sagen, ist eine ganz tolle Sache, weil man bewegt sich. Viele sitzen ja jetzt am Computer und das muss ich sagen, ist ganz toll, weil das ist wie ein ganzer Arbeitstag. 2 Stunden Keller aufräumen war für mich wie ein 8 Stunden Arbeiten. Also intensiv. Das hier wird jeder gemacht haben, lesen. Ein Roman lesen oder ein Sachbuch. Muss nicht auf Deutsch sein, kann auch in einer anderen Sprache sein. Lesen. Spazieren gehen. Gut, das hat wahrscheinlich auch jeder schon gemacht. Um den Block laufen, spazieren gehen, sei es im Park oder in einer Grünanlage oder einfach um den Block laufen. Das finde ich sehr amüsant, alle Verwandten anrufen. Also nicht die, die man einfach ab und zu sowieso anruft, sondern die, die man normalerweise nicht anruft. Ja. Corona ist sowieso in der ganzen Welt. Und jeder ist davon betroffen. Ja. Mit dem Rauchen aufhören. Das ist für manche ein bisschen schwer, weil sie Corona als Stress empfinden und dann muss man mehr rauchen oder das ist dann ein Grund zum Rauchen. Aber ich finde, das ist eigentlich, jetzt hat man den Stress, den man früher nicht hatte, nicht mehr. Also das finde ich nicht schlecht. Genau. Sport treiben, abnehmen. Am besten regelmäßig Sport treiben. Ich finde, im Moment kann jeder seinen Tag selber gestalten. Also so gestalten, wie es Sinn macht oder wie es ihm gefällt. Das ist eine Möglichkeit. Das ist einfach auch wie spazieren gehen oder Buch lesen. Ne? Das hat wahrscheinlich jeder schon jetzt angefangen. Ich habe gesehen, dass jetzt mehr Fahrräder verkauft werden als vor Corona. Ja. Einen zweiten Fernseher besorgen. Einen zweiten Fernseher besorgen, soweit man Platz dafür hat. Manche Menschen haben eine kleine Wohnung. Wenn man 2 Zimmer hat, ruhig einen zweiten Fernseher oder meinetwegen in der Küche einen kleinen. Ne? Klar, da gehört ein bisschen Disziplin dazu, dass man nicht an der Wand fernschaut,
Aber das ist eine Sache, oder Handwerker ins Haus rufen für irgendetwas, was einfach schon länger da liegt und gemacht werden muss. Jetzt ist die Zeit dafür. Genau. Dinge, die man aufschiebt, jetzt machen. Ja. Sei es irgendwie Fernseher aufhängen, montieren, was ich gemacht habe, oder Deutsch lernen oder Bücher, die man ewig lesen wollte, aber nie gelesen hat. Und ich finde, das habe ich heute auch zu jemandem gesagt, Grüße übrigens, einfach anfangen oder Entschuldigung, nicht nachdenken, wenn man lernt, einfach machen. Weil es, ich weiß, Lernen ist blöd und langweilig, gibt viele schönere Dinge, die man machen kann, aber ich denke, wir denken zu viel nach. Einfach machen. Ja. Genau. Das hier mache ich auch nächste Woche. Sperrmüll abholen lassen. Erstmal, was ist Sperrmüll? Sperrmüll ist, was man nicht in den normalen Müll schmeißen kann, wie zum Beispiel an Fernseher, also Elektrogeräte oder Möbel oder so etwas. Ja? Also Hausrat. Ja, so Dinge, kleine Dinge, die man in der Küche hat, so Vasen oder solche Dinge. Sperrmüll, weil es ist sperrig. Ja, es ist groß, es ist sperrig. Man kann es nicht gleich greifen und anfassen. Ja. Und wenn man das machen lassen möchte, dann ruft man an bei der Stadt oder macht das online. Jetzt geht das alles online. Und macht einen Termin und macht eine Liste, schreibt dorthin, was man abholen lassen möchte, und dann bekommt man einen Termin. Am nächsten Tag, Entschuldigung, zu diesem Tag legt man alles auf die Straße vor die Tür und es wird dann abgeholt. Ja, kostenfrei. Genau, das habe ich auch gemacht. Nägel anders machen. Ja, das ist was für die Frauen. Nägel machen, weiß ich nicht, lackieren oder was auch immer. Aber mal anders irgendwie, das kennt bestimmt jeder Nailart oder sowas, ne? Weiß ich nicht, bei Männern irgendwie anders rasieren oder so, ne? Genau. Das ist auch ein bisschen zeitintensiv, da muss man schauen, wie das funktioniert. Aber das kann man machen. Genau. Das ist auch ganz wichtig und das muss man manchmal machen. Ein Backup für den Computer, fürs Handy sowieso. Backup, eine Sicherheitskopie. Für den Fall, dass der Computer irgendwann nicht funktionieren sollte, damit die Daten nicht verloren gehen. Das habe ich auch gemacht. Versicherungen kündigen. Zu Corona brauche ich weniger Versicherungen. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen deutsch, Versicherungen zu haben. Ich habe ein paar gekündigt, weil es einfach nicht Sinn macht, die zu haben im Moment. Ja. Genau, das ist so meine kleine lustige Liste, die ich mir gemacht hatte. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr noch ergänzen möchtet, schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Und ich freue mich über ein Like und bis bald.